30. Mai 1814. Der Geburtstag des russischen Anarchisten Michail Bakunin. Die Welt ist damals in Ordnung. Die Familie gehört dazu, verkehrt in der gehobenen Gesellschaft. Die Mutter entstammt einem guten Hause, der Vater ist viel gereist, er hat in Padua studiert und in Paris die Französische Revolution erlebt. Die Bakunins waren eine uralte Adelsfamilie, die ursprünglich aus Ungarn stammte. Ihre Wurzeln liegen also in Europa. Inzwischen besitzen diese russischen Aristokraten weite Ländereien um das Dörfchen Priamuchina herum. Das liegt etwa 300 Kilometer nordwestlich von Moskau, fast auf halber Strecke nach St. Petersburg. Und auf diesem Gut der Bakunins arbeiten an die 1000 leibeigene Bauern. Ein Ur-Ur-Urenkel eines dieser Sklaven, Sergei Kornilov, lebt auch heute noch dort. Ich versuche hier so gut wie möglich, den alten Park der Bakunins wiederherzustellen. Mai 1814, für den Jungen, der damals als drittes von 11 Kindern hier geboren wird, für diesen Michail Alexandrowitsch Bakunin, wird später die Welt nicht in Ordnung sein. Meine moralische Erziehung hatte schon dadurch einen Knacks bekommen, dass meine ganze materielle, intellektuelle und moralische Existenz auf ein schreiendes Unrecht gegründet war. Auf die vollkommene Unmoralität, die Sklaverei unserer Bauern, von deren Arbeit wir müßig gingen. Das wird er sein Lebtag lang ändern wollen. Auf diesem Großgrundbesitz wächst ein Mann heran, der bald zu den Gegnern der Großgrundbesitzer zählen wird. Seit Bakunin hat es in Europa keinen radikalen Begriff von Freiheit mehr gegeben. So hat es Walter Benjamin formuliert, der Philosoph. Dank Bakunin wurde ich mit einer wunderbaren Idee bekannt. Der einzigen, die meines Erachtens die Welt halten kann. Es ist die Idee der Selbstorganisation einer Gesellschaft, die auf Gewalt und Machtpositionen verzichtet. Es war am Anfang ein Auflehnen gegen den Vater, obwohl auch den alten Bakunin die Idee der Freiheit bewegt hatte. Der Vater war in den sogenannten Dekabristenaufstand verwickelt. Das war ein Putschversuch adeliger Offiziere gegen die Macht des Zaren. Die Putschisten hatten die Idee der Bürgerrechte aus dem Kampf gegen Napoleon mit nach Hause gebracht. Überall in Europa waren Verfassungen geschrieben worden, Parlamente hatten sich gebildet. Nur Russland war absolutistisch zurückgeblieben. Der Staatsstreich missglückte. Im Dezember 1825 war das. Michail Bakunin war damals 11 Jahre alt und schaute nun mit an, wie sein Vater die Seite wechselte und sich dem Zaren gegenüber loyal zeigte. 3 Jahre später zwang Bakunin Senior den Sohn, eine Militärlaufbahn einzuschlagen. Michail ging widerwillig als Kadett nach St. Petersburg in die Artillerieschule. Sie fragen, warum ging Bakunin diesen Weg? Wieso verließ er den wunderbaren Ort Priamuchina, der berühmt war für seine Atmosphäre, seine Harmonie, sein humanes Klima? Weil er damals eben muss. Der Besuch der Militärschule lässt den Jugendlichen in vollem Umfang erkennen, in welchem Staat er lebt. Der neue Zar, Nikolaus I., regiert mit blutigem Terror. Bakunin beobachtet geistlosen Drill, brutale Körperstrafen, die am Ende vergeblichen Versuche des Regimes, liberale Ideen des Westens zu unterdrücken. Seine Militärlaufbahn ist kurz. Schon nach wenigen Jahren setzt es der junge Offizier durch, den Dienst quittieren zu dürfen. Geh in den Staatsdienst, fordert nun der Vater. Der Sohn weigert sich. In den Kasernen hat er die Werke von Kant und Fichte gelesen. Hegel hat er später sogar ins Russische übersetzt. Jetzt siedelt er nach Berlin über und studiert Philosophie. Könnt ihr euch noch erinnern? Mao Zedong und die Rote Bibel? Knapp 130 Jahre später wird man ihn dort feiern. Lenin, Ho Chi Minh-Gebrüll, Che Guevara, Fidel Castro, die wurden alle plötzlich in den 70er Jahren zu Vorbildern. Zu diesen Vorbildern zählte eben auch Michail Bakunin, der Revolutionär Michail Bakunin. Jede radikale Opposition gegen das bestehende System muss heute notwendigerweise global sein. Lasst uns die anarchistischen Ideen des Michail Bakunin mit den Theorien des Karl Marx zusammenführen. Das war sinngemäß die Überzeugung einiger Denker der westdeutschen und der französischen Studentenbewegung Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Rudi Dutschke etwa hat dies so vertreten. Bakunin plus Marx gleich menschlicher, freiheitlicher Sozialismus. Die Globalisierung der revolutionären Kräfte
ist die wichtigste Aufgabe der ganzen historischen Periode, in der wir heute leben und an der menschlichen Emanzipation arbeiten. Die Studenten blendeten damals aus, dass sich diese beiden Männer alles andere als nahe standen. Und dass ihre Ansätze und Theorien kombinierbar wären, entsprach einem Wunschdenken und nicht der historischen Wahrheit. Karl Marx und Michail Bakunin misstrauten sich. Marx schien Bakunin für einen Spion der russischen Regierung zu halten. Aber es waren vor allem ihre Überzeugungen, die die beiden Männer fast schon zu Gegnern machten. Die Frage, welche Rolle nach einer Revolution die Macht zu spielen habe, diese Frage beantworteten beide völlig gegensätzlich. Wir sind in der Tat Feinde jeglicher Macht, weil wir wissen, dass Macht ebenso zersetzend auf den wirkt, der sie hat, wie auf den, der ihr gehorchen muss. Unter ihrem verderblichen Einfluss werden die einen zu geizigen und habgierigen Despoten, Ausbeutern der Gesellschaft zum eigenen Vorteil oder dem ihres Standes, und die anderen zu Sklaven. Keine Macht für niemanden. Das war die Grundüberzeugung des Michail Bakunin, des Anarchisten, der sich deshalb genauso nennen konnte, weil er die Abwesenheit jeder Art von Herrschaft forderte. Anarchia, griechisch Herrschaftslosigkeit. Das aber passte überhaupt nicht überein mit Karl Marx und mit dessen Vorstellung einer nachrevolutionären Diktatur des Proletariats. Karl Marx war der Ansicht, die politische Macht müsse mit Hilfe einer starken Partei erobert werden, um am Ende den Staatssozialismus zu errichten. So wie es dann später auch die russischen Revolutionäre in die Tat umsetzten. Für immer und unvergessen steht die revolutionäre Tat der russischen Arbeiter, Bauern und Soldaten, geführt von Lenin, von der Partei der Bolschewiki, am Anfang einer neuen Epoche der Menschheitsgeschichte. Das alles hatte mit Michail Bakunin, dem Anarchisten, wenig zu tun. Die Diktatur des Proletariats? Nichts weiter als ein anderes Wort für Unterdrückung. Sie behaupten, dass ein solches staatliches Joch, eine Diktatur, ein unvermeidliches und vorübergehendes Mittel zur vollständigen Befreiung des Volkes sei. Wir dagegen behaupten, dass Freiheit nur durch Freiheit geschaffen werden kann. Bakunin hat es auf den Punkt gebracht, dass die Beteiligung an der Herrschaft von Menschen über Menschen nur verheerende Folgen haben kann. So sieht es heute der Bakunin-Kenner und Herausgeber seiner Werke, Wolfgang Eckert. Er hat mal wörtlich dazu geschrieben, dass Macht ebenso zersetzend auf den wirkt, der sie hat, wie auf den, der ihr gehorchen muss. Denket daran, Brüder, dass die studierende Jugend weder Herr noch Beschützer, noch Wohltäter, noch Diktator des Volkes sein darf, sondern einzig der Beistand seiner freiwilligen Emanzipation. Jetzt oder nie. Anarchie ist machbar, Herr Nachbar. Aber wie? Das war schon die Frage zu Bakunins Zeiten. Wie sollte es möglich sein, eine Revolution voranzutreiben, ohne Gewalt anzuwenden? Bakunin sah es wie der Studentenführer Rudi Dutschke 130 Jahre später. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Für einen Umsturz, also für die Revolution selbst, sei Gewalt durchaus nötig und auch legitim, glaubte Bakunin. Er hat aber auch gesagt, dass Gewalt und Blutvergießen immer etwas Furchtbares sind. Auch wir sind dieser Überzeugung. Mit Gewalt kann man keine neue Gesellschaft aufbauen. Piotr Rabow, ein Philosophiedozent aus Moskau und ein Anarchist. Mit wir meint er eine Gruppe Gleichgesinnter, die sich jährlich in der Nähe des alten Gutshofes der Familie Bakunin trifft, um über Anarchismus zu diskutieren. In Russland ist unsere Lage sehr heikel. Die Miliz ist gefährlich. Sie versucht dauernd, uns kriminelle Machenschaften anzuhängen. Einige unserer Freunde sitzen bereits im Gefängnis. Und sehr gefährlich sind für uns die Faschisten, Skinheads und so. Die Anhänger Bakunins mussten schon zu dessen Lebzeiten in Deckung bleiben, so wie er selbst. Der Lebenslauf des Anarchisten liest sich wie einer dieser Romane, in denen der Held immer gerade dort in der Welt auftaucht, wo gerade Geschichte geschrieben wird. Bakunin beteiligt sich an der Februarrevolution 1848 in Paris. Er unterstützt den Umsturzversuch im russischen Teil Polens, beteiligt sich am Aufstand in Baden. Er kämpft Schulter an Schulter mit den Tschechen gegen die Herrschaft der Habsburger. Es war keine blinde Zerstörungswut. Zerstören wollte er das Überlebte, das nicht mehr Produktive.
Etwa den Staat. Die Lust der Zerstörung ist eine schöpferische. Im Mai 1849 ist Michail Bakunin in Dresden beim Aufstand gegen Friedrich August II. Mit dem Ziel, eine sächsische Republik zu errichten. Das geht am Ende schief. Die preußische Armee erobert Dresden zurück. Bakunin kann fliehen, aber er wird von Bürgern aus Chemnitz aufgegriffen. Denn die wollen das Kopfgeld kassieren, das der Zar auf den Revolutionär ausgesetzt hat. Bakunin wird gleich zweimal zum Tode verurteilt. In Sachsen und dann in Österreich, wegen der Beteiligung am Prager Aufstand. Der Russe soll gehängt werden. Dann aber begnadigen ihn die Österreicher und verurteilen ihn zu lebenslänglicher Kerkerhaft. Und am Ende liefern sie Bakunin aus, an den Zaren, an Nikolaus I. Glauben Sie nicht, Monsieur, dass die Demokratie in meinem Vaterland unmöglich ist. Denn das russische Volk verfügt trotz der fürchterlichen Sklaverei, die es niederdrückt, über einen vollkommenen demokratischen Instinkt. Das hatte Nikolaus ein paar Jahre zuvor lesen müssen. Bakunin hatte sich mit einem Artikel in einer Pariser Zeitung direkt an den russischen Despoten gewandt. Das russische Volk macht Fortschritte, Monsieur, trotz allen schlechten Willens der Regierung. Sich fürchterlich vermehrende Teilaufstände von Bauern gegen ihre Herren beweisen dies nur allzu deutlich. Der Moment ist vielleicht nicht mehr fern, in dem diese Teilaufstände zu einer großen Revolution zusammenfließen werden. Der Zar hält Bakunin für brandgefährlich und lässt ihn einkerkern, sogar an eine Wand schmieden. Der Staatsfeind sieht keine Sonne, er leidet üble Krankheiten, verliert sämtliche Zähne. 6 Jahre lang lebt er so, danach wandelt der neue Zar Alexander II. Die Kerkerhaft um. Bakunin kommt nach Sibirien. Verbannung in die Einöde. In seinem Kopf hat sich nichts geändert. Ich bin von derselben leidenschaftlichen Liebe zur Freiheit, zur Logik, zur Gerechtigkeit erfüllt, die jetzt wie früher den ganzen Sinn meines Lebens ausmachen. Die Gefangenschaft in verschiedenen Festungen hat mich der Zähne beraubt, aber nicht meiner Überzeugungen. Vom Kapitel Sibirien an liest sich die Biografie wie ein Abenteuerroman. Michail Bakunin verliebt sich in eine Polin und heiratet sie. Später gelingt dem Verbannten vom Osten Sibiriens aus eine spektakuläre Flucht über Japan und Amerika nach Europa. Seine Frau kann ihm über Moskau nachreisen. Nach 5 Jahren sehen sie sich wieder. Schweden, England, Belgien, Frankreich. Bakunin reist durch ganz Europa, trifft sich mit revolutionären Gruppen, ist immer in Deckung und immer auf der Flucht. Und er hält fest an seiner Grundüberzeugung. Keine Macht für niemanden. Aus den Trümmern der gestürzten Staaten müsse sich eine freie Gesellschaft erheben. Die sich künftig nicht mehr wie heute von oben nach unten, vom Zentrum nach der Peripherie, auf dem Wege erzwungener Einheit und erzwungener Zentralisation organisieren wird, sondern vom freien Individuum, von der freien Vereinigung und der autonomen Gemeinde aus von unten nach oben, von der Peripherie nach dem Zentrum. Auf dem Wege der freien Föderation. Ich habe das Wesentliche an seiner Idee der Anarchie sehr lange nicht verstanden. Das räumt Sergei Kornilow ein, der Nachfahre eines ehemaligen Leibeigenen der Familie Bakunin. Bakunins Beschreibung einer idealen Gesellschaft ohne Macht und Gewalt war für mich erstmal genauso schwer zu akzeptieren wie früher der Kommunismus, an den wir glauben sollten. Kommunismus und Anarchismus liegen zu nahe beieinander. Das öffentliche Leben, so stellte es sich Bakunin vor, müsse von Delegierten Komitees organisiert werden. Der Staat solle aus freien, unabhängigen Gemeinden und Kreisen bestehen. Parlamente, Gerichte, alle Institutionen müssten den direkten Kontakt zur Bevölkerung haben. Um deren Willen sind sie ja da. Das heißt, jeder Beamte auf jeder beliebigen Ebene hätte nicht einem Vorgesetzten Rechenschaft abzulegen, sondern den Bürgern. Und das hat mich überzeugt. Eine Utopie, auch heute noch. Ende 1873 beschließt Bakunin, sich aus der anarchistischen Bewegung zurückzuziehen. Seit ein paar Jahren lebt er im Tessin, krank und resigniert. Die Völker aller Nationen haben heute den revolutionären Instinkt verloren. Sie sind zu sehr mit ihrer Lage zufrieden. Und die Furcht, auch noch das zu verlieren, was sie haben, macht sie harmlos und träge. Das sagt er einem Freund, 10 Tage vor seinem Tod. Die Welt ist für ihn immer noch nicht in Ordnung. Michail Bakunin stirbt Anfang Juli 1876 in Bern.